Ja. Hallo und ein kräftiges MK von mir und von mir mit dabei. Ja, ich wollte dich noch was fragen, Mike. Wie wäre? Kann ich synchronisieren? Also kann ja, ich die vorlesen? Ja, kannst du ruhig. Sei gegrüßt, Soldat. Glückwunsch zum Erreichen unserer Basislagers hier in Heaven. Ich bin Leutnant Ferron. Mir wurde von Captain Oslo die Aufsicht über unsere Bergbauoperation im Urwerk übertragen. Vor dir liegt der Arkane, ein faszinierender Komplex, der als unsere Verbindung ins Herz des Urwerks dient. Ich erkläre dir, dass wir hier im Auftrag von Spiral Hauptquartier machen. Ja? Na was? Da liest du gerade Cora vor. Nein, Ferron. Hä? Hab ich gesagt, hat er das falsch angeklickt oder was? Nein, ich hab angeklickt bekommen in Haven. Ich bin, glaube ich, ein aus Versehen weitergekommen. Egal. Klingt wichtig, erkläre mir, wie das alles funktioniert. Nachdem die Skylark abgestürzt war, ist der Primär-Terrarium-Kern explodiert, hat einen Teil des Schiffes zerstört und seine Energiequelle beraubt. Weil wir nicht gerade 100 Tonnen Terrarium hier herumliegen haben, hat der Vogel effektiv seine Flügel verloren. Mit Hilfe des Stronger waren wir in der Lage, eine kleine Operationsbasis hier in Heaven einzurichten. Als wir unser System gestartet hatten, entdeckten wir im Herzen dieses Felsbrockens eine Energiesignatur unbekannter Stärke. Wenn wir diese Kraft nutzen könnten... Ganz genau. Die Chore des Urwerks könnten die Energiequelle sein, die wir brauchen, um die Versorgung des Skylab wiederherzustellen und sie wieder funktionsfähig zu machen. Es gibt nur ein Problem. Das Urwerk scheint als eine Art verrückte Todesfalle konstruiert zu sein. Todesfalle. Das Erreichen des Chore wird nicht einfach. Ich stelle mich der Aufgabe. Das ist die Einstellung, die ich sehen will. Fahre damit fort, Mission für Spiral Hauptquartier zu erledigen, die dir zugeteilt werden. Mit deiner Hilfe haben wir eine Chance, den Chor zu erreichen und Isora, keine Ahnung, was das ist, zu retten. Verstanden, Leutnant. Dann autorisiere ich dich zur Arkaden-Mission. Du kannst die Arkaden über die Missionsinterface erreichen oder die Türe direkt hier in der Arkade beitreten. Es liegt eine riesige Welt unter deinen Füßen, die darauf wartet, erforscht zu werden. Viel Glück dabei. Gespräch beenden. So. Und wo ist jetzt der Typ hin? Aber wir müssen noch gehen, wir einkaufen und so einen Scheiß machen. Ja, ich mach das jetzt alles schnell. Willst du das jetzt ernsthaft alles vorlesen? Nein, das ist nicht wichtig. Okay. Leute, das können wir auch, euch auch so erklären, weil wir wissen das halt alles schon. Hier geht's halt darum, da erklärt sie uns, wo wir auf Dinge aus einkaufen können. Rezepte und Waffen kriegt ihr von diesen großen Typen da. Das steht dann auch dran, was die verkaufen. Och, toll, ich bin so dumm und mach's wieder normal. Haha. Ach ja, ich habe jetzt sich aufpumpen einfach begonnen. Also, ja, ich auch. Du erklärst dir alles. Ich lade den gleich mit ein. Ja. Okay, kommen wir folgen. Es ist langweilig. Also, nicht das Spiel, sondern diese komischen Erklärungen. Das Spiel ist überhaupt. Ja, ich habe in meiner ersten Folge schon erzählt, dass das abgesehen von bei dir Battlefield und bei mir Super Smash Bros. Unser Lieblingsgame momentan ist. Ach ja, ich starte jetzt schon mal einen Besuch im Labor. Das müssen wir sowieso auch alleine machen. Ja. Und dann können wir richtig anfangen. Hä? So. Ein Besuch im Labor. Hä, kann ich nicht voll... Ach, nicht vollständig, ich wollte gerade sagen. Guten Tag, Mir Morlin. Grüße, SD Comet. Ich bin der Größte, der kürzlich den großen Abgrund überquert und in Heaven angekommen ist. Nur mit während er draußen war und irgendwelche Unterkampfkreis gestoßen. Was ist... Kampfsprite. Ah, Rit, du bist ein neuer Rekrut. Die meisten Zeit beginnen ihren ersten Kampfkreis in den Schlachtfeld. Wahrscheinlich hast du noch nie die Gelegenheit, ein zu sehen. Glaube mir, es dir zu erklären. Ein Kampfkreis ist eine Konstruktion, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird und für Erkundungen und leichte Unterdrückung im Kampf geeignet ist. Kampfkreis ist sehr anpassungsfähig.
Ihr künstlicher Intelligenz erlaubt es, Ihnen Ihre Umgebung genau zu beobachten und Ihrem Feind in der bestmöglichen Weise zu helfen. Das klingt sehr nützlich. Wo komme ich ein? Wenn der Kampfbreit an den Knight übergeben wird, wird eine Bindung in den Code des Breits eingeschrieben, damit der Knight unterdrückt kommt. Was wollen? Er wird nie von seiner Seite weichen. Leider, der Transportkette, den Kampfbreit der Skylark erhalten, haben tiefe Inner des Urwerks gefallen nach dem Absturz. Wie kann ich Ihnen helfen, Molin? Ein Aufklärungskopf hat es geschafft, herauszufinden, wo viele diese Kampfkrank gelandet sind. Brandon ist vorausgestellt worden, um drei dieser Zellen abzuschaffen. Und er wird sich mit dir und Urwerk treffen. Du musst unsere Kampfkrank sicherstellen, bevor du die Hände der Feinde fallen. Überlass das mir, Molin. Ich werde dieses Sprite sicherstellen. Und haben ein Big Best Basher. Ein flammendes Offenbarung können wir jetzt machen, aber warte kurz. Aber Melvin. Ja? Ich starte die Mission und lade dann den anderen Typen rein. Ja, ja. Hey, Moment, du startest? Ich starte und du tust bei. Okay. Oh, ich nehme den Beast Basher jetzt mal als Waffe. Bada bang! Habe ich irgendwie, ich habe zwei Schusswaffen, dann kann ich einen Superstar. Ja, warte Gott. Schild habe ich sowieso nur eins. Dann, warte, wo kann ich nochmal beitreten? Du klickst auf F6 und dann kannst du auf Freunde. F6 sagst du. Sprite GmbH beitreten. Kannst du gucken, ob der kommt. Kannst du gleich mal gucken, ob, Kann ich was? Jetzt richtig wieder doppelt ausschalten. Oh ne, wir müssen uns ausschalten. Ja. Hab ich jetzt gemacht. Ich glaube, ich nehme die Super Stun Gun. Beast, ich auch. Guck, oh, hier. Und... Bada bang, 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 bang. Ja, man kann auch immer neue Waffen ausdrücken. Habe ich leider in der neuen in der ersten Folge nicht gesagt. Tut mir leid für die, die es jetzt noch nicht wussten. Aber das kann man tatsächlich. Bada bang! Hi, Basil! Spiral Mo ist mit dabei. Ist der Typ jetzt dabei? Ja, ja. Spiral Mo ist dabei. Okay. Hi. Also wir haben jetzt einfach mal einen Gastspieler, der schon besser ist als wir. Spasti. Der hat sogar schon ein Kätzchen, wie am Drachen. Ich glaube, der ist schon ein Stückchen weiter, ne? Ich glaube, der hat einfach nur Langeweile. Nein, aber der ist, wir sind eigentlich besser. Also in unseren normalen Accounts. Wir sind nämlich schon Soldaten, glaube ich. Oder sind wir schon Übersoldaten? Nein, wir sind Soldaten. Ich glaube, aber Melvin, für die Aufnahme machen wir das so, dass wir jetzt verschiedene Dings nehmen später. Was? Verschiedene. Wie heißen die nochmal? Also, zum Beispiel Dünnes Drache, ich nehme Katze oder Dings. Ach so, ja. Zum Ansehen. Für die Aufnahme. Wem nimmst du? Ich glaube, ich nehme diesmal diesen Dämon oder wie was das ist. Ich nehme dann die Katze, ne? Bist du noch nicht da? Ich bin schon längst da. Ach, du löscht schon vor, so. Ich dachte schon. Der andere Typ. Bist du das, Mike, oder ist der andere Typ das? Ja, ich bin das. Aber ich habe diesmal den Helm ausgewählt und damit man direkt mein Gesicht sieht. Bis besser! Kommt der? Kommst du? Wir können ja mal fragen. Der nimmt eiskalt seinen Fire Edge mit. Okay, sie kommen, legen wir los. Sieht aus, als würden wir beide auf einen kleinen Spritjagd gehen, was? Ich habe meine Suchgeräte mit Informationen der Aufklärung abgeglichen, aber irgendwann etwas stimmt nicht. Die Energiesignatur, die ich empfange, ist unregelmäßig. Aber immer noch definitiv scheiße. Aber Mörder ist tief scheiße. Als Maudu Scheißviech. Gewiesen Klettviecher. Als Maudu hässliches Stück Scheiße. Wie lange sollen wir eigentlich aufnehmen? Einfach die Mission zu Ende machen. Eine Mission pro Dings Folge? Oder wie? Ja, ja. Okay. Wie viele Folgen wollen wir denn jetzt heute machen? Ich würde sagen, wir machen zwei. Okay. Für die ganze Woche dann. Drei Folgen pro Woche oder was? Ja. Okay. Finde ich in Ordnung.
Ich find's cool, dass wir mal so einen Gast haben. Ich glaube vor, jetzt, nächste Woche jemand anders. oder das nächste Mal. Ja, einfach vorrushed. Oh. Er bekämpft schon mal. Ja, klar, aber. Ah, Bombe. Ich mit. Badabing! Was? Nein, ich weiß nicht. Was ist denn das? Isenmeister Pickebot Boosters. Wir kacken! Oh, ist er schon. Sogar mal zu viert. Jetzt insgesamt mal nehmen. Nein, hallo, ist meiner. Bringt nichts, ist ja irgendwie dumm. Naja, wahrscheinlich nicht, aber. Naja, aber ist das nur. Ich war jetzt gemalt, es tut mir leid. Mike, du musst auch mal reden. Hoi. Oh Junge, jetzt hat der andere, jetzt hat unser, so gesagt, der Begleiter, nicht der andere, sondern der Begleiter, einfach alles freigelassen. Das ist cool. Das ist kacke. Abfucken! Hey, was machst du? Ist so, komm. Ich muss kurz den Ton ein bisschen leiser stellen. Ja. Drachen! Level 15 was sogar. Sind das Kampfsprites? Denen ist irgendwas etwas passiert. Sie haben sich in eine Art Drache verwandelt. Da benehmen sie sich genau wie die Kampfsprite. Ich kenne keinen einzigen Unterschied. Ist ein nur sehen aus wie Drachen. So. Ey, es sieht so aus, als würden dich deine Sprites mögen. Na lass uns die zusätzliche Unterstützung nicht verschwenden. Ich werde hierbleiben und diese Sprites verteidigen. Befrei du den Rest der Areals mit Hilfe deines neuen Freundes von Gefahren. Hi. Ist so. Man hat gelbe Augen. Yay! Nein, hat er nicht. Ikite! Leute, der Typ, andere Typ hat da glaube ich auch blau. Ah ne, das bist du und der gelbe. Kommt der andere Typ? Blaue Augen. Ach der. Was war? Hm. Kann oder nicht weiter. Sammelt so lang Crowns. La la la. Alter. Hallo. Hallo. Ja, sonst schmeiß ich ihn gleich einfach raus, wenn er nicht kommt. Hätte ich mal gesagt, ich bin kurz AFK. Ah, deine Verbindung bricht ab. Ja, dann schmeiß ihn kurz raus. Internet aus. Schade, wir hatten mal einen Begleiter. Welchen Begleiter? Hallo. Magst du Bomben? Warte. Verpisst euch. Oh, Crumbs. Hi. Ich terror.
Karino. Geht nicht. So, jetzt. Karino, Rocker. Au. Katzenkotze. Darauf die Attacke freue ich mich schon. Katzenkotze. Schneller. Halt selber mal. Das Monster Dasher. Tadakimasu. Arena Time. Hallo, falsche Richtung. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Auf jeden Fall. Das Pokémon ist verwirrt. Auf jeden Fall könnt ihr noch schreiben, ob euch das jetzt gefällt. Oder ob ihr das nicht sehen wollt. Oder ob ihr vielleicht andere Projekte sehen wollt. Andere Spiele, die ihr vielleicht in Steam gesehen habt. Am besten kostenlos. Auch wenn sie was kosten, könnt ihr ja trotzdem ausprobieren. Ach ja, und denk dran, den Drakon kannst du füttern. Später, wenn wir einen eigenen bekommen. Ich hole mir aber keinen Drakon, ich hole mir eine Katze. Ja, ich habe einen Phantom. Ich nenne meine Happy. Happy! Nein, ich nenne ihn Lilly. Wegen Lilly von Gajil. Hätte mich Gajil nennen sollen. Wie hätte ich es denn nennen sollen? Gajil. Warum? Dann hätte ich das. Ach, egal. Füttern können wir den jetzt nicht, ne? Bringt dir nichts, weil du hast ihn gleich nicht mehr. Ja, ja, aber ich kann ihn ja für den Moment stärker machen. Umbenennen. Ich kann ihn so lange umbenennen. Ich nenne ihn wie bei mir. Moon. Komm, Moon. La. Oh, ein Jelly Cup. So, und schon geht's weiter. Ich bin schon ein bisschen vorausgegangen, ne? Cool, dass du auf mich wartest. Ja, ich weiß. Ich hab dir auch viel übrig gelassen. Macht's übrigens immer voll Spaß, hier rumzuballern. Er macht das Spiel zum Shooter. Nein, ich meine, alles explodieren zu lassen, sorry. Oh, Eiscups oder so. Oh, der mit seinen Heilen. Gekacken. Alter, wo ist mein Dasher? Ich hab die Eisteile eingefroren. Eigentlich ergibt das gar keinen Sinn. Aber eigentlich gut. Nicht. Durchwaschen? Oh, scheiße. Wie sie einfach wirklich durchwascht. Wenn du das sagst, dann weiß ich. Also nicht immer, aber jetzt mal, in dem Fall. Übrigens, falls ihr euch wundert, der Typ hat keine Abonnenten mehr. Dann sag ich euch, nee, ich hab die für euch unsichtbar gemacht. Weil manche Leute achten einfach nur darauf, wie viele Abonnenten man hat. Was? Und denen ist es dann scheißegal, ob die einen toll finden oder nicht. Ob die dich persönlich mögen oder nicht. Die sagen dann, nö, der Typ hat so wenig Abonnenten, das sehe ich gar nicht ein, den zu abonnieren. Und das finde ich dann scheiße und darum habe ich das kurzerhand damit. Ja, seitdem ich die weggemacht habe, habe ich einfach mehr Abonnenten bekommen. Ja. Weil viele Leute achten auch wirklich da drauf. Das finde ich dumm eigentlich. Ja, so wie Melvin. Für die Leute. So wie Melvin, ja. Ich weiß. Genau. Ich suchte übrigens, ohne Scheiß, ich bin ein extremer Gronkh-Suchti.
Ich habe gestern richtig rumgebrüllt hier, als wir gespielt haben, und habe die Wölfe richtig vermöbelt, deswegen. Ich habe keinen Lebenabzug bekommen. Nur weil ich den Stream von Gronkh verpasst habe. Ich bin richtig. Ich habe auch rumgebrüllt, ne, Mike? Was? Du hast rumgebrüllt? Nicht was. Nur weil ich diesen Stream verpasst habe. Ah, der zweite Boss kommt wieder. Das ist kein Boss, das sind Battle Pots. Also die heißen Battle Pots. Ich habe mir das mal angeguckt. Ja, aber das ist so ein Zwischenboss. Ja, ja. Genau wie die Anführerwölfe, die sind auch Zwischenbosse. Es gibt viele Zwischenbosse und der erste Boss ist halt dieser Razwok. Und dann kommt der zweite, das ist ja, sage ich noch nicht, das wäre ein Spoiler. Der zweite kommt auch bald. Es dauert nicht ganz so lange. Also doch schon, fürs Let's Play schon. Wir haben halt 2 Tage dafür gebraucht. Da ist er, der Battle Pot. Oh nö, scheiße, warte. Aha. Ja, und los geht's. 4, komm herbei. Mecha Knight. Hä, hey, wo hörst du denn? Der lag da rum. Der lag da rum. Ja, ich sag dir, no. Hör auf mir nachzulaufen und helf mir. Da dann. Ja, der kann doch nichts machen. Der ist nicht verwundbar. Jetzt, jetzt ist er verwundbar. Tötet ihn! Da! Komm mit uns, Mecha Knight. Nein, flieh, Mecha Knight. Flieh! Drei kleine Mecha Knight. Es wurde dumm. Das ersten beiden Mecha Knights sagten, lass uns nach Hause gehen. Das dritte aber blieb alleine dort im Spiel. Man sagt, Neugier ist des der Katzes Tod. Na, deshalb würde da Kratz sein, du. Lehrling. Kannst du kurz mal auf die Zeit gucken und gucken, wie lang das Video jetzt ging? Wie denn? Also hast du keine Zeit gestellt irgendwie? Nein. Können wir aber für die nächste Folge machen. Okay. Engel der Antike. Ja. Bis zum nächsten Mal. Okay. 3. Ja, tschüss. 3.